Weil ich sollte mir vielleicht, weil Fluch ist scheiße. Achso, okay. Die Rebellenarmee wurde reorganisiert durch Prinz Gordon und Prinzessin Hilda. Sie haben ihr Hauptquartier jetzt zu einem Camp in der Nähe des Flusses oder des Sees, Leckes See, ne? Aufgebaut. Ja. Guten Tag, willkommen. 564, meine Fresse. Aber okay, dadurch, dass ich 44.000 Schleifen habe, ist das erstmal eine gute Sache, glaube ich. Ah, Mann, ey. Komm, wir können auch ein bisschen was verticken. Ich brauche direkt, eigentlich brauche ich irgendwie 15 Äther oder so, weil... Oh, Krankenwagen. Um kurz nach 9. Morgens 9:30 in Deutschland. So, da brauche ich nichts von. Aber hier können wir ein bisschen was verticken. Aura zum Beispiel. 7.500. Okay. Den können wir wegmachen. Den können wir wegmachen. Den können wir wegmachen. Stäbe behalten wir mal, aber die Kampfaxt können wir verticken. Trillhelm können wir verticken. Silberblade können wir verticken. Flammenbogen können wir verticken. Aber ich finde das geil, dass wir so viele Waffen auch von den Gegnern bekommen. Hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet. So, hast du die Äther? Ich habe eins equipped, ich Spacko. Oh Gott. Ja, ist egal. Haben wir wieder eins im Ersatz. Warum habe ich denn nicht eigentlich... Ich habe doch Izuna, ich bin so ein Voll... Ist ja auch egal. So. Das muss erstmal reichen. Aber im Endeffekt, ey, das sind 300 MP, die ich mir damit... Also, ich sag mal, schlimmstenfalls 300 MP, die ich mir damit jetzt heilen kann. Da. Da ist das Kreuz. Dabdala. Es ist aber so von der Verhältnismäßigkeit der Kosten, ne? Total schwachsinnig, oder? Weil ich gebe jetzt 1000 für ein Kreuz aus, wo ich mir einmal, ne? Den Fluchzauber wegmachen kann. Oder aber ich gebe das 2,5-fache aus und habe dafür dann die Möglichkeit, momentan 20 Mal irgendeinen Zustand zu beseitigen. Deswegen von der Verhältnismäßigkeit, da müsste man wahrscheinlich nochmal ran. Oh, mein Kaffee ist leer. Würde ich jetzt streamen, würde ich Julia bitten, mir einen neuen zu machen. Oder frage, ob sie so nett wäre. Bitten erwartet ja schon eine Reaktion. Dankeschön. Immerhin. Was habe ich jetzt ausgegeben für Äther? 15 mal 2,5, ne? Eieieiei. Aber da kriege ich schnell wieder rein. Das kriege ich schnell wieder rein. Ich werde es hier aber erstmal einmal kurz safen. Nur für den Fall der Fälle. Wenn ich hier schon mal die Gelegenheit habe, ne? Dann kann man das auch tun. So, Dankeschön. Gut, gut. Dann auf geht's ins Getümmel. Wie gesagt, das erste Stockwerk haben wir immerhin schon mal fertig. Oder beziehungsweise die ersten beiden sogar. Soweit es denn geht, weil ich gucke es gerade nochmal nach. Na, vielleicht auch nicht. Ich muss nochmal kurz gleich gucken. Warte mal. Ja doch, hier müsste das eigentlich sein. Ich habe jetzt hier einen Bereich entdeckt, wo ich ohne weiteres auch nicht hinzukommen scheine. Hier gibt es auch nochmal ein kleines Item. Also nichts Wildes. Aber Moment, ich bin hier... Entschuldigung, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Nee, okay, alles klar. Ah! Na klar. Und was gibt's? Ach, okay, die sind in Ordnung. Dann kann ich einfach Fratzengeballer machen, bis zum geht nicht mehr. Wie gesagt, ein bisschen Schaden zu kassieren ist ja auch gesund, ne? Steigert die MP, steigert die HP, Entschuldigung. Steigert die Ausdauer. Warum zieht die jetzt schon immer so wenig ab? Warum ziehst du so wenig ab? Habe ich jemand verpasst oder so? Bin ich gerade eben durch den Schwächelsee geschwommen? Ah, da ist schon wieder die gleiche Joggerin. Jetzt sitzt hier direkt am Fenster, deswegen kann ich hier immer die Leute bestalken. Warum lebst du noch? Auf dich selbst verschlagen. Eine Vierung könnte sogar auch eventuell ein HP-Upgrade bekommen. Fast die Hälfte der Energie abgezogen bekommen. Und flong, flong. Tausend. Da sieht man so gerne diese vierstelligen Schäden. Also solange sie nicht mir widerfahren, natürlich, ne? Ja, siehste, habe ich es nicht gesagt. Habe ich es nicht gesagt. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr so viel Platz, um Sachen mitzunehmen. Aber war ich ja kurz vor der Grenze, aber es lag, glaube ich, daran, dass ich nicht genau wusste, wo ich hin musste.
So, aber nämlich von hier haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, ähnlich wie auf der anderen Seite, auch noch nach unten zu stisseln. Nein! Nein, nicht hier zuerst! Oder ich schlag mich bitte. Ich will keine Zauber sehen. Dankeschön. Das bedeutet mir sehr viel. Und jetzt kann ich ja wieder ein bisschen Zauber mit der Maria. Lalal. Ja, die Gegner sind zu heftig momentan, als dass ich jetzt mit dem Firon versuchen würde, seinen Holy-Zauber zu leveln. Weil das macht jetzt gerade, glaube ich, wenig Sinn. Wenn halt so ein Feuerzauber hingegen, ne? Die ebnet den Weg dann ja auch für die Layla, dass sie die dann mit einem Schlag kaputt kriegt. So, genau das meinte ich nämlich. Vorbereitet schön die 120, die sonst gefehlt hätten. Hat sie jetzt abgezogen. Oder hat die Maria jetzt im Vorfeld abgezogen. Oh ne, das HP, sehr schön. So. Ja, ich wusste es. Ist doch nichts Wildes, aber... Titanhandschuhe. Man kennt sie doch schon. Muss ich nur nochmal gucken, aber von hier aus gibt es keinen Weg. Okay. Schön. Nein! Oh. Okay. Okay. Versuchen wir es doch einfach mal, ne? Zack. Komm, einfach auf die Fratzen drauf. Flair ist... der Firion. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der ist doch gleich tot. Scheiße. Eieieiei. Ja, der wird's überleben, der wird's überleben. Aber ich glaube nicht, dass ich die drei Zauber... Ja, wobei, das könnte sogar funktionieren mit den drei Zaubern tot kriegen. Und was kriegst du zurück? Das ist so gottverdammt traurig, ne? Aber andererseits, ey, 40 MP zurückzubekommen, ist doch auch alles andere als schlecht, ey. Halt ich mal selbst. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Mach mal. Was habe ich jetzt hier? Tempo bis Boost Attack. Ja. Aura. Boost Attack against various foes. Ich verstehe jetzt nicht genau. Das ist wiederum echt geil hast. Also komm einfach drauf. Einfach drauf. Nee. Ja, okay, aber der wird's überleben. Der wird's zum Glück überleben. Hey, Layla macht mir jetzt nur noch ein bisschen Sorgen. Schauen wir nochmal. Hat's irgendjemanden erreicht? Ja, tatsächlich. Auch noch den Gast. Alter Vater. Der kann ja lustig werden. Vom Fumps. So, dann halte ich nochmal selbst, komm. Das bringt eh nichts. Was können wir denn hier mal am besten machen? Ach komm, scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Zack, zack, zack. Wir ziehen zu viel ab, die sind zu gefährlich, die Spackos. Ja, mit Fallen ist okay. Nehme ich an, nehme ich an. Ja, solche Kämpfe sind halt wirklich gut zum Leveln, ne? Kann man nicht anders sagen. Oh, Feuer 5. Neue Animation, aber zieht trotzdem noch viel zu wenig ab. So, okay. Jetzt bist du mal wieder in kampfbereiten Zustand. Alles klar. Swap. Haben wir ein MP mit Target? Ja, können wir ja eigentlich auch mal machen. Einfach drauf. Fire! Zack, zack. Ich würde sagen, jetzt kommen sie klar. Man hat ja so viel Potenzial, wie man geil, also richtig heftige Kämpfe vorbereiten kann, ne? Aber da ist die Vorarbeit wirklich einfach unumgänglich. Und wenn ich mal überlege, warum greifst du denn den an? Och Mann. Jetzt stirbt doch wieder jemand von mir, weil du den falschen angegriffen hast. Siehste? Die ist tot. Das Schlimme ist, ich könnte echt Lotto spielen, wenn ich die gut gewinnen.
Das ist so klar, ne? Weil aufgrund der Tatsache, dass der dann nämlich den Falschen angegriffen hat, den Falschen getötet hat, ist Layla gestorben und die kriegt für den ganzen Kampf nichts. Gar nichts, ne? Was scheiße ist das? Alter, mit dieser Osmose... Mit dieser Osmose-Scheiße kann man echt geil die Base leveln, ne? Hammer. Hätte ich nicht gedacht. Ups. Ach, guck mal, ich bin jetzt Level 2. Auch nicht schlecht. Zack, zack, zack. Weil ich habe jetzt eigentlich keines jetzt mal mit dem Gast gezaubert und der hat jetzt einfach mal ordentlich MP dazugekriegt, ne? Ist erstmal schön. Bitte schön. Äther Nummer 1. Ja, ich bin aber schon fast am Überlegen, wenn ich nochmal eine Osmose-Scheiße finde, ob ich das dem Vierer nicht auch beibringen soll. Weil schlecht ist das auf jeden Fall nicht. Was habe ich denn gefunden? So viel Äther, ne? Aura habe ich gefunden. Oh! Warte mal. Ist ja sogar noch besser, die Rüstung. Alter Vater, 69? Wo habe ich die denn her? Sag mal. Ja, komm, du kriegst immer auf die Fresse. Du kriegst die beste Panzerung. Guck mal, jetzt kann ich ihr nämlich auch die Ritterrüstung geben. Perfekt. Ja, das speichern wir doch mal ab, oder? Zack. Aber ja, wenn ich nochmal Osmose finde, eine Osmose-Hose, dann bringe ich das auf jeden Fall nochmal den anderen beiden bei, bevor ich das verkaufe. So, jetzt sind wir wieder im Thronsaal. Haben wir hier nochmal einen kleinen Memo. Warum nicht? Zack. Habe ich zwar gerade schon gemacht, aber ist ja egal. So, also einmal kurz gucken. Muss mich einmal neu orientieren. Aber irgendwie verstehe ich das hier gerade nicht. Ach, egal. Oh, Chimären. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ach komm, mach einfach mal einen Berserker. Fupp, fupp. Fupp, fupp. Einfach, weil du es kannst. Weil ich glaube, einen Kampfzauber daher zu sprechen, macht nicht viel Sinn. Ne? Ja, natürlich. Den Gast, der ist so empfänglich für sowas, ne? Finde ich geil. Geil. Reicht das? Na, reicht leider nicht. Ja, die haben schon gute Energie, das kann man ja noch sagen. Oh, nur ein bisschen Hast, ne? Zack. Kann für solche Kämpfe, glaube ich, immer sehr gut nutzen. Wunderbar. Er ist halt immer mega gefährlich, deswegen mache ich jetzt auch mal so Memo-Save, wenn ich wieder gegen diese scheiß Pflanzen antreten muss, ne? Jetzt ist der... Schon wieder der Gast, den hat's getroffen, ne? Der ist gehastet und berserkisiert. Ja, das ist ein Verb. Mhm. Habe ich eben erfunden. Ach, schade. Ich hätte so gern gesehen, wie viele abgezogen hätte. Ach, Mann. 1300 Gil. Gil, 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 Gil. So. Okay. Ist das ein Boss? Ich denke mal, ja, ne? Ich weiß, ich habe gerade es gesaved. Nein! Ich halte es nicht aus. Ja, okay, komm. Komm einfach drauf. Einfach drauf, komm. Flups. Nö, ich heil mich vor auch nicht. Sehe ich nicht ein. Ja, aber wenn ich dann irgendwie mal so auch zum Beispiel den Blink auf Level 5 oder so einen Hast auf Level 5, ne, weil könnte ich mir vorstellen, dass es einfach funktioniert, dass einfach jeder getroffen wird. Und wenn ich dann vielleicht einmal von 5-mal Zaubern vielleicht irgendeinen meiner eigenen Leute verfehle. Aber momentan ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand trifft, ja ziemlich gering. Hallo, Gottos, Rebellen, wie habt ihr... Wer ist das? Soll ich den kennen? Wie siehst du denn aus? Okay, ich mach auf jeden Fall erstmal Blink. Und du kümmerst dich wieder um die Verstärkung unserer Kameraden. Okay, der hat auf jeden Fall eine gute Panzerung. Wobei, sieht eigentlich eher wie ein Magier aus, ne? Nicht wie jemand, der physisch austeilt. Berserk. Und der hat auf jeden Fall einen geringen Agilitätswert. Na, okay, die, die es eigentlich nicht erwischen sollte. Warum hat er nichts gemacht? okay. Dann macht das nochmal. Oh, das macht er auch noch. Hast. Schieße mal den. Uncool. Erhöht hast auch die Agilität. Weil ich jetzt deutlich schwächer war als gerade davor der Angriff, oder? Komm. Ja, okay, sauber. Den Gast hat's auch erwischt. Hervorragend. Magic Defense. Defense. Was war Wall?
Fußball, Black Magic, okay. Ja, du machst das auch nochmal Hast auf den Kollegen. Zack. Du greifst an. Ja, okay, 200, damit komme ich bestens zurecht. Ernsthaft, kein Problem. Hau die 2. Ja, guck mal. Also hier ist gerade erstmal nicht nach so einem krass schlimmen Gegner aus, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe viel zu viel investiert. Ja, egal. 800 Gil. Oh, cool. Fähigkeiten von Layla haben sie erhöht. Müsste jetzt Level 7 sein? Ach, das war der feindliche Kommandant. Den habe ich jetzt schon besiegt. Oh, ich kann mich jetzt ganz normal umgucken hier. Ich war nur, was? Ich war nur in der Lage, hier zurückzukehren, weil jeder zusammengekommen ist und sich unserer Sache angenommen hat. Meinen tiefsten herzlichen Dank an euch alle. Da sind wir wieder. Und sonst noch was? Es ist gut, zurück zu sein. Ich stehe nur hier, weil jeder also in einem Team zusammengearbeitet hat. Lalalala. Aber eine Sache verstört mich. Mindu ist nach Mysidia gereist und wir haben bisher noch nichts von ihm gehört. Würdet ihr bitte nach Mysidia gehen und euch dem Thema mal annehmen? Klar. Mysidia ist ein Land der Magier. Ohne ihre Hilfe hätten wir kaum eine Chance gegen den Imperator. Ich habe gehört, dass ein mächtiger Zauberspruch im Turm von Mysidia versteckt ist oder versiegelt ist. Zwei Masken halten den Schlüssel, um das Siegel zu brechen. Eine Maske ist weiß, die andere ist schwarz. Nein. Nein! So, Memorize. Geht runter in die, was? In die Schlosskatakomben, um die weiße Maske zu finden. Ich werde dir den magischen Spruch nennen, um die Tür zu öffnen. Also, hör genau zu. Ekmet Telöz. Klingt türkisch. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wo die Tür ist. Ja, super, danke. Und Gordon, was geht mit dir? Danke euch allen, wir haben Castle Finn zurückerobert. Aber Firion, Mindu ist noch nicht zurückgekehrt. Bitte geh und suche nach ihm in Mysidia. Okay. Der Turm von Mysidia ist, es wird gesagt, dass der Turm von Mysidia die Ultima-Schriftstolle, Schriftrolle in sich birgt. Der kräftigste Zauberspruch und stärkste Zauberspruch, der in dieser Welt bekannt ist. Haben wir mal danach. Es wird auf jeden Fall eine wichtige Waffe gegen den Imperator sein. Hilda weiß alles über dieses Schloss, aber wenn sie irgendwas nicht weiß, Ja, aber natürlich. Pavel sollte jedes Geheimnis von diesem Schloss kennen. Er ist der krasseste und wie nennt man das denn? Gerissenste Dieb von allen. Okay. Also, Mindu, Mysidia, Ultima. Geil. Das heißt aber, ich habe jetzt hier irgendwie aus irgendwelchen Gründen doch geschafft, hier alle Gegner zu beseitigen. Was ich ein bisschen schade finde, weil eigentlich war es gut. Ne, die Gegner haben mir gefallen. Ah, okay. Gibt es hier den Geheimgang? Okay. Weil angeblich soll es da einen Durchgang geben. Hier soll es auch noch ganz schön viele Sachen geben, die ich noch einsammeln sollen könnte. Hallo. Das ist die große Halle. Prinz Gordon erwartet dich. Ich war doch gerade schon bei ihm. Gut. Lass mich nochmal kurz einen Blick hier drauf werfen. Ich glaube, ich muss zurück zum Haupteingang. Nein, muss ich nicht. Ich verstehe ich jetzt nicht. Ah, okay, da gibt es noch einen zweiten Weg, ja. Hallo. Prinzessin Hilda und Prinz Gordon erwarten dich in der großen Halle. Was wohl Mindu passiert sein könnte. Er ist nach Mysidia aufgebrochen und ist bisher nicht zurückgekehrt. Die Stadt von Mysidia soll wohl ziemlich viele alte Tomes, was ist denn, ja, Schriftstücke haben. Keine Ahnung. ich bin mir sicher, dass sie dir von großer Hilfe sein werden. Es gibt ein Gerücht, dass ein Geheimnis des Turms von Mysidia unter diesem Schloss verborgen ist.
geht bei dir. Du wirst die Halle des Spiegels oben an diesem Stufen finden. Halle des Spiegels? Okay. Da muss ich mal kurz gucken. Jetzt sind wir da. Jetzt gehen wir nach E hoch. Wo sind wir jetzt? Warte mal. Ah, nee, da sind wir. Nicht A, sondern...